So, willkommen zurück zu Workers and Resources Sowjetrepublik und das müsste Folge 180 sein. Wir haben hier eine Stofffabrik und zwei Wohngebäude. Die haben beide noch nicht viele Einwohner. Das können wir aber vielleicht erstmal so lassen. Wir sorgen dafür, dass mal hier noch mehr Gebäude fertig werden. 88.000 bauen wir mal. Hier hätten wir zwei Bulldozer und einen Bagger noch. Gucken wir mal. Es fehlt an Ressourcen. Okay, wir kaufen mal jeweils. Ja, wobei, hier können wir ruhig zwei nehmen. 16.000 machen wir. Automatischer Kauf. Keine Arbeiter. Die Arbeiter werden bald kommen, nehme ich mal an. Bis dahin könnte ich eigentlich erstmal die Straße hier verbessern. Ach so, die bauen wir momentan für Rubel. Ein bisschen Geld haben wir ja jetzt. So. Die Straße können wir auch schon machen, die auch. Zählt scheinbar so nicht. Das ist ärgerlich. Doch, zählt. Einmal da. Und einmal da. So, Leute, bitte. Geht jetzt auch mal arbeiten. Okay, 72, hier sind es nicht ganz so viel. Ich hole mal noch ein paar Arbeiter hier aus einer Nachbarstadt. Nehmen wir welche aus dem Plattenbau. Aus dem Plattenbau. Und aus diesem. Ein paar Gebildete. So, das sollte schon mal von hier reichen. Hier nehmen wir auch ein paar. Und nicht von dem, sondern von diesem. So, jetzt dürft ihr gerne hier arbeiten. Warum wollt ihr nicht? Ist das echt wegen den scheiß Straßen hier? Konstruktion bauen wir. Was habt ihr für Probleme ohne Job? 18. Können nicht arbeiten, keine Kindergartenplätze. Moment.
Kindergarten haben wir. Ah, zu wenig Leute dort. Wir verbessern mal weiter die Straßen. Zack. Zack. Von da nach da. Und von da nach da. So. Okay, endlich arbeiten hier mal zwei Leute. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns schon mal Moment, für was ist diese Einfahrt? Oh Gott. Bauen wir mal. Strom. Keine Leistung. Wie sieht's hier aus? Ein bisschen Leistung da. Hier nicht. Ah doch, minimal. Okay, ich importiere mal ein bisschen mehr. Arbeiter, das ist doch schon mal ein kleiner Anfang. Kindergarten, nur zwei Mitarbeiter, das ist echt wenig. Da, da. Krankenhaus, haben wir Fahrzeuge. Feuerwache, haben wir auch ein paar da. Nicht wirklich viele. Kinder und Lehrer haben wir. Einkaufszentrum. Ressourcen. Aufs Minimum, ja. Das war die Kneipe. Muss reichen, die sollen keine Trinker werden. Kirche, Krankenhaus hättet ihr. Ist gar nicht so weit weg. Gut, dann kaufe ich hier mal einen Bus. Für wie viele Leute kaufen wir denn mal einen Bus? So viele sind nicht hier. Sechsundsechzig, achtzig. Wir nehmen den kleinen Icarus. Du fährst einfach von da erstmal dahin. Start. Da, 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 da. So. Verbessern wir die Straße mal hier hinten. Zur Feuerwehr noch. Zum Krankenhaus, zum Bus,
So. Wir hätten noch ein bisschen mehr Geld, dann kaufen wir den Wohnblock mal noch. Hier wird produziert, ein bisschen Stoff ist da. Okay, unser Geld, das sieht gut aus. Wie viele Leute waren drin? Leider keine. Was kommt noch? So. 89.000. Ich warte mal, bis noch mal ein bisschen Geld reinkommt. Schauen wir lieber beim Bus mal zu. Wie sieht es aus? Niemand will mitfahren. Das ist schon ärgerlich. Keine Arbeiter. Gut, dann schauen wir noch mal kurz hier unten, wie läuft es jetzt aktuell hier mit unserem Stoffbestand. Da. Für 10.000 transportiert der immer. Okay, der kommt gleich wieder an. Hier sind genug Leute. Ich sag mal zu 50% Produktivität. Das ist auch okay. ...9,1 Tonnen passen rein. Guck mal hier, Elektro. Wie sieht's da aus? 23 Tonnen und der LKW kommt gerade. Dann sage ich einfach mal, passt. So, habt ihr Stromschwankungen? Nee, sieht eigentlich ganz okay aus. Gut. Gucken wir mal hier unten bei der Kleidungsindustrie. Ihr dürftet jetzt immer ein bisschen produzieren können. Die Stoffe sind da. Wird auch gut produziert. Zwei LKWs, die sich abwechseln. Dann schauen wir mal hier. Der LKW lädt Kleidung. Da. So, wir können unseren letzten Wohnblock bauen. Und dann werden wir unsere Chemiefabriken auch mal setzen. Quatsch. Stofffabriken. Die würden kosten 108.000. Oh Gott. Wir haben nicht gerade viele Mitarbeiter hier im Kindergarten. Das ist ärgerlich. So, Bus. Leute, steigt ein.
Es will niemand auf Arbeit. Es will niemand in die Fabriken. Ba, 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 ba. Was habe ich denn hier oben gebaut? Ach so, das war auch Rinder. Rinder, da haben wir viel zu viele hier. Da, ta, ta. Das ist alles NATO-Grenze hier. Ja. Gut. NATO-Grenze, NATO-Grenze. Bis hier ist es schon echt weit und hier ist auch ein kleiner Stau. Verflixt. Seid ihr voll mit Pflanzen? Mit Nahrungsmitteln? Mit Kühen? Ja. Ich kann eigentlich nur noch mehr Richtung NATO verkaufen. Geschlossene LKWs. Das ist der große. Zehn Tonnen. Kaufen wir zwei. Sagen, du fährst von hier Richtung NATO-Grenze. Wo bist du? Grenzstation. Dahin. Beladen mit Vieh. Warten bis voll. Start. Und bei dir machen wir dasselbe nochmal. Machen wir hier reine Viehtransporte. Start. Zweitausend ist echt nicht viel. Da 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 da. Vielleicht holen wir noch ein paar Leute. Wie sieht's eigentlich hier mittlerweile aus? Oh Gott, hier arbeiten richtig viele in der Ölraffinerie. Checken wir mal kurz die Gleise. Der bewegt sich, der bewegt sich, der bewegt sich. Okay. Das heißt, es kommt gleich wieder Geld rein. Wir brauchen noch ein paar Arbeiter.
Wir nehmen den Plattenbau. Und den. So. Schwupps. Leer. Hier sind ein paar leer. Also die zwei sind leer. Dann machen wir mal. Rein und hier auch. Blub, 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 blub. So, jetzt sollten doch langsam ein paar mehr Leute hier hinkommen. Wir können auch jetzt mal noch die Fabrik bauen. Und dann beenden wir schon mal wieder die Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.